Stein wird eingelagert. Gott sei Dank, wir haben Nahrung. Das heißt, als nächstes können wir uns darum bemühen, die Holzproduktion hier rüber zu versetzen, hier in den Bereich. Wie viele unverheiratete Frauen haben wir eigentlich noch? Weiblich und unverheiratet 2 Stück. Gut, das heißt, wir können eine mit dem Holzfäller verheiraten. Und Bäcker ist erfunden. Sehr gut. Und können nachher einen neuen Töpfer und Lehmsammler hier einquartieren und ihn rüberschicken. Eisen sammeln. Weil Eisen dürften wir jetzt auch schon. Ja, Eisenschürfer. Wie sieht es eigentlich mit unserer Gesamtbevölkerung aus? Wir haben jetzt 17 Einwohner. Da geht noch ein bisschen was. Oh, und unser Obstsammler sammelt fleißig gut. Ich werde wahrscheinlich in 3 Familienhäusern noch jeweils eine Frau einquartieren. Einen Holzfäller werde ich brauchen, der durchgehend Holz sammelt. Für die 3 Berufe. Wobei, nee, brauche ich nicht. Ein Holzfäller reicht vollkommen eigentlich. Ja, du holst Nahrung. Was ich schon mal jetzt, da meine Bauarbeiter gerade nichts zu tun haben. Also erstmal ein neues... Ja. Du, da wirst erstmal Kundschafter. Sie könnten jederzeit hier durch die Wälder kommen, also kommt der Verteidigungsturm auch hier hin. Während wir mal einen Blick auf die Ziele werfen. Leder hätten wir schon mal. Holz und Nahrung sind so die Sachen, die noch fehlen. Jetzt ist er müde. Dann geh erstmal schlafen. Warum bringt der Jäger Nahrung hier hin? Er hat doch nur Leder voll. So ungefähr hierhin. Wieder Bauarbeiter. So, und den verbinden wir jetzt richtig mit dir. So, das heißt, wir können ein Holzfällerzelt hier hinsetzen. Ich denke mal, ein 2-Familienhaus dürfte hier gut ausreichen.
Nämlich für einen Holzfäller. Und einen Eisenschürfer. Den Werkzeugschreiner. Nö. Ich mach da gleich hier eine Möbelwerkstatt hin. Und den. Die Eisenmine. Mache ich hier hin. So. Dann wird hier neu gebaut. Jetzt. Oh, das ist der Speermacher. Nicht der Möbelmacher gewesen. Möbelwerkstatt, genau. Und ja, es ist noch alles so weit zusammen, dass ich kein Lager brauche. So, da ihr Nahrung habt, kriegst du mal ein Kind und du mal ein Kind. Weil jetzt haben wir Nahrung. Aber, boah, die Obstfarm ist voll mit Nahrung. Und wir kriegen endlich wieder Nahrung ins Haupthaus. So, ihr zwei kriegt Träger. Also Kinder, die als Träger arbeiten. Da die im Hauptlager als Träger arbeiten, kriegen die auch ein Zweifamilienhaus dahin. Und die Frage ist echt, was ich mit meinen Bauarbeitern noch mache. Das sind wohl die einzigen so, die ich obdachlos lassen möchte. So, Kinder bekomme ich. Du bist jetzt erstmal wieder Töpfer und machst mir wieder 9 Mal Geschirr, weil das geht mir langsam aus, sehe ich gerade. So, das Holzfällerzelt ist fertig. Da wird gebaut. Und da wird gebaut. Okay. Das Gute ist, in dem Spiel können keine Wikinger als Altersschwäche sterben. Ah, guckt euch das an. Die Nahrung kommt. Sehr schön sogar. Ja, nur der Müller hat jetzt keinen Platz mehr in der Bäckerei für Mehl, also muss das Mehl einlagern.
So wie die beiden Jungs auch Weizen jetzt einlagern müssen. Hm. Ich sollte übrigens schon mal planen. Ja, eine Brauerei passt hier super hin. Und ein Zweifamilienhaus passt da drüber hin. Sehr gut. Ich bemühe mich jetzt erst einmal um die Verteidigung und um ein paar Bogenschützen und Speerträger. Oder wenigstens nur um Bogenschützen. Vielleicht um einen Schwertkämpfer. Nee, Bogenschützen sollten es tun. 3 Stück. Alter, bräuchte ich einen Rüstungsschmied und einen Waffenschmied. Bogenmacher brauche ich sowieso, um an den Verteidigungsturm zu kommen. So, du kannst trainiert werden. Und ja, es ist mal wieder so weit eigentlich, Leute. Wobei, noch nicht ganz. Hab ich verguckt. Ach, ist das schön, wenn alles funktioniert. Nahrung kommt ins Hauptlager, sehr gut. Ich sehe, wie sehr mein Träger beschäftigt ist. Der könnte eigentlich ruhig helfen und... Naja, okay. Dann arbeite mal hier. So, du bist erwachsen, das heißt, du kannst. Zum Träger trainiert werden. Und du kannst auch noch zum Träger trainiert werden. Ich werde die beiden noch trainieren. Und dann werde ich speichern. So, du hast Träger der Schule gelernt, also arbeitest du hier. Hä, warum bist du kein Töpf? Habe ich nicht gewartet, bis du ein richtiger Töpfer wirst? Oder habe ich jetzt einen falschen genommen? Bauarbeiter, als wieder Werkzeugschreiner. Hier niemand. Nee. Träger. Jäger. Bauarbeiter, Farmer, Obstbauer. Müller. Bäcker, Farmer, Fischer, Müller. Nö. So, du hast auch noch Träger gelernt. Sehr gut.
Okay, aber jetzt sollte ich dann mal einen Cut machen. Also speichern wir. Und dann sehen wir uns gleich wieder.